kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes. Hola amigos, ¿cómo estáis? Herzlich willkommen wieder bei mir, bei Michael, auf meinem Kanal auf Gran Canaria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und eingeschaltet habt. Heute, wie in meinem letzten Video angekündigt, das Review über den HU-Tabak, den ich euch kurz gezeigt hatte. Wie ihr im Vorspann schon gesehen habt, geht es um eine Tabakart, die einen großen Namen trägt. Und zwar um den Casablanca Feeling. Aus der Reihe The Blender's Pride von HU. Dieser Casablanca Feeling besteht, und sie sieht, aus Virginia, Burley und ein Hauch Perique. Wenn wir jetzt die Tabakdose öffnen, durchströmt einem ein wunderbarer, leichter, säureartiger Duft. Und zwar möchte ich ihn zitronensäuremäßig bezeichnen und ein schwerer, satter Schokoladenduft. Richtig köstlich, wie dieser Duft in die Nase eindringt. Der Tabak soll ja mit Hickory-Nuss aromatisiert sein und soll ein leicht florales Aroma abgeben. Das leicht florale Aroma würde ich mit der Zitrus in Verbindung bringen. Aber wenn er mich jetzt nach Hickory-Nuss fragt, Nussigkeit entnehme ich dem Geruch nach nicht. Die Schokoladigkeit, die hier aus dem Tabak kommt, da er nicht mit Schokolade aromatisiert sein soll, nehme ich daher dem an zweiter Stelle stehende Burley in dieser Mixture. Wenn wir uns das Tabaksbild anschauen, sehen wir ein wunderbares Ready Rub Tabaksbild mit richtig schönen Flakestücken noch drin. Dunkelbraun gehalten mit hellen Einsprengselungen. Für mich ein sehr angenehm aussehendes und sattes Tabaksbild, abwechslungsreich, das regelrecht dazu auffordert, in die Pfeife gestopft zu werden. Ja, wie kommt denn der Tabak daher? Er kommt in sehr guten Konditionen daher. Er ist nicht zu feucht, man kann ihn direkt in die Pfeife stopfen und verrauchen. Was ich hier auch schon gemacht habe, und zwar meiner alten, wunderschönen Blockmeerschaumpfeife. Wie schmeckt denn nun dieser Tabak? Wenn man ihn entzündet, kommt sofort diese Zitrusnote auf den Gaumen. Keine unangenehme Zitrusnote, sondern eine sehr angenehme, erfrischende Note. Die wird aller Wahrscheinlichkeit nach von den hier verwendeten hervorragenden Virginias herstammen. Gleich darauf merkt man auch das, was man im Geruch hatte, zumindest ich empfunden hatte. So eine Art dunkle Herrenschokolade. Nussigkeit merke ich auch hier nicht, nicht nur im Geruch, sondern auch im Geschmack nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt schon eine ganze Reihe von verraucht. Aber Nussigkeit habe ich bisher noch kein einziges Mal entdeckt. Vielleicht rundet dieses Aroma, beigefügte Hickory-Aroma, das Ganze noch ab. Ich kann es nicht beurteilen. Perique merkt man wirklich nur
ein ganz, ganz leichtes Prickeln im Hintergrund. Er fällt hier nicht schwer in die Waage, da er offensichtlich auch nur homöopathisch beigefügt worden ist. Tut aber sozusagen das letzte Ü-Tüpfelchen auf den Tabak drauf. Für mich ist dieser Tabak ein Blender Sprite Casablanca Feeling, ein erstklassiger Old Age Smoke. Ich würde ihn in einer Stufe von 1 bis 5 bei 2 einordnen. Er bleibt den gesamten Geschmack der Pfeife durchgehend gleich. Er wird auch nicht stärker. Nur eins bitte, raucht ihn nicht zu stark, also zu feste, weil dann könnte er vielleicht doch leicht bissig werden, wie ich festgestellt habe. Zurückzuführen auf den großen Anteil an Virginias, der diesem Tabak inne liegt. Ja, meine Lieben, alles in allem ein erstklassiger Tabak, finde ich, der eigentlich viel zu wenig Beobachtung hier in der Community hat. Dazu meine ich auch kein schlechter Preis von 19,10 Euro für 100 Gramm in dieser Dose. Gebt ihm also eine Chance. Es ist kein Hocharomat, es ist ein leichter Aromat. Wie gesagt, das beigefügte Aroma schmecke ich gar nicht, sondern die natürlichen Aromen der Tabake. Und das zeichnet diesen wunderbaren Tabak aus. Was er nun mit Casablanca zu tun hat, ich weiß es nicht. Der Hersteller schreibt hier, Casablanca, ein Klassiker der Filmgeschichte, aufregend, spannend, romantisch. All diese Attribute treffen auch auf diesen Virginia Ready Rub Flake zu. Also das soll der Bezug zu Casablanca sein. Wir alle kennen Casablanca, ein wunderbarer Film von meiner Frau und von mir. Einer unserer Lieblingsromantiker-Filme. Ich darf euch also vielleicht in ein romantisches Wochenende entlassen. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Euer Michael. Noch ein schönes Wochenende. Hasta luego. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes.